Okay, also wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit dem Metriktensor, mit der Länge eines Vektors, mit der orthonormierten Basis und wir haben von kovarianten Basisvektoren und von kontravarianten Komponenten eines Vektors gesprochen. Das ist alles noch ein bisschen kryptisch vielleicht. Aber jetzt werden wir heute einige Puzzlesteine dazufügen und anschließend daran, das wird hoffentlich schon in einer Woche stattfinden, beginnen wir uns mit dem Transformationsverhalten auseinanderzusetzen und da kriegt das Ganze dann Sinn, da hängt das alles in einem zusammen und dann werden Sie sich recht gut auskennen. Aber dieses Transformationsverhalten, sage ich Ihnen gleich, ist ganz am Anfang einmal vielleicht etwas haarig. Lassen Sie sich davon bitte nicht abschrecken. Es ist ein wesentlicher Bestandteil zum Verständnis der Vektor- und Tensorrechnung, weil der Begriff des Tensors ganz intensiv mit seinem Transformationsverhalten in Verbindung steht. Darauf arbeiten wir jetzt hin, dass wir dann also wirklich mit Tensoren professionell umgehen können. Also heute werden wir einen neuen Aspekt besprechen. Ich möchte das einleiten damit, dass ich sage, wir hatten ja einen Vektor A dargestellt in der Form AI mal G unten I Pfeil. Ein Vektor dargestellt in Komponenten in Bezug auf eine Vektorbasis. Das hatten wir auch schon mit konkreten Beispielen untermauert und ich glaube, da kennen Sie sich ganz gut aus. Was Ihnen eben noch vielleicht merkwürdig vorkommt, ist, da gibt es also die Komponenten, die haben den Index oben und die habe ich genannt, die Kontravarianten-Komponenten. Was ist da kontra dran? Und dann die GI-Pfeil, die Basisvektoren, die haben wieder den Index unten und da habe ich dazu gesagt, immer wenn der Index unten steht, ist es eine kovariante Größe. Was variiert da schon wieder und was heißt ko? Und dann ergibt sich hier so dieser Vektor. Warum das so geht, wird dann wirklich klar werden beim Transformationsverhalten. Aber wir wollen jetzt jedenfalls noch was hinzufügen. Und zwar, warum soll denn das nur so gehen? Das geht auch so. Sie können mit kovarianten Komponenten rechnen und die beziehen sich dann auf eine kontravariante Vektorbasis. Was soll das nun wieder sein? Und damit das also für Sie einigermaßen übersichtlich ist, werden wir das also jetzt in einem eigenen Kapitel besprechen. Das Kapitel 6 meiner Zählung nach befasst sich also mit kovarianten und kontravarianten Vektorbasen und Komponenten. So ein etwas länglicher Titel für dieses Kapitel. Aber recht wichtig, dass Sie das am Anfang gut verstehen, weil dann wird Ihnen vieles in weiterer Folge nicht mehr mysteriös erscheinen, wie das ansonsten unter Umständen der Fall sein könnte. Dass da immer das Wort Variant drinnen steht, Kovariant und Kontravariant, das bezieht sich, wie ich schon manchmal erwähnt hatte, auf das Verhalten dieser Größen bei Transformationen. Wie variieren
diese Größen. Wenn man etwa eine Vektorbasis transformiert, variiert auf eine andere Vektorbasis. Und darin liegt also diese Bezeichnung Co- und Kontravariant begründet, dass diese Größen sich in unterschiedlicher Weise transformieren. Und das deutet man bei der Tensorrechnung dadurch an, dass man den Index entweder oben bei den Kontravarianten oder unten bei den Kovariantengrößen hinschreibt. Das ist also etwas, was Sie sich gleich einmal merken können, ohne dass ich noch genau erklärt habe, wie das ist. Immer wenn der Index oben steht, ist es eine kontravariante Größe. Wenn er unten steht, ist es eine kovariante Größe. Das ist ja schon mal gut zu merken. Naja, und jetzt schauen wir also, wie geht das mit diesen Co- und kontravarianten Vektorbasen und Komponenten. Bis jetzt hatten wir ja nur das. Kontravariante Komponenten, kovariante Basis, und man sollte ja eigentlich meinen, das genügt. Aber jetzt werden wir ausgehend von einer solchen kovarianten Basis, wir geben also eine kovariante Vektorbasis an, G unten I-Pfeil. Eine Vektorbasis, die nennen wir kovariant. Und jetzt definieren wir uns dazu eine zweite Vektorbasis. Dazugehörige zweite Vektorbasis. Und zwar in eindeutiger Form gehört die dazu. Hat man die eine, dann kriegt man in eindeutiger Weise die andere. Ja, aber wie geht das eben? Da möchte ich zunächst einmal sagen, viel gibt einem immer das, der Umstand, wenn man sich etwas in geometrischer Weise darstellen kann. Mir geht es jedenfalls so. Und die Geometrie spielt also insbesondere generell in der Physik eine sehr wichtige Rolle. Und hier kann man sich vorstellen, dass diese zugehörige zweite Vektorbasis, die wir dann kontravariante Basis G oben I-Pfeil nennen werden, die ist so festgelegt, dass wenn Sie irgendein Basis, Dreibein von so Basisvektoren G1, G2, G3 haben, die irgendwie schief zueinander liegen, dann sind die zugehörigen kontravarianten Basisvektoren so, dass sie jeweils senkrecht auf die Koordinatenflächen stehen. Wenn das G1, G2 kovariant ist, dann steht der G3 kontravariant senkrecht auf diese Ebene. Und auf diese Ebene steht ein weiterer kontravarianter und auf die dritte Ebene steht ebenfalls ein kontravarianter Basisvektor. Also man wählt sich, und da können Sie schon ahnen, dass das eindeutig geht, eben immer Basisvektoren, die normal stehen auf eine Koordinatenfläche, Koordinatenebene, die von den ursprünglichen Basisvektoren gebildet wird. Das soll im Hintergrund stehen. Und das können wir natürlich jetzt leicht formalisieren, indem wir zum Beispiel sagen, G oben 3 Pfeil soll senkrecht sein auf G unten 1, 2 und 1 Pfeil und G unten 2 Pfeil. Und damit auf die von den beiden Basisvektoren aufgespannte Koordinatenebene sozusagen. Dazu senkrecht soll der G3 stehen. Nun, bei den anderen ist das ähnlich. Das heißt, es wird also sein G3 Pfeil skalar mit G unten 1 Pfeil muss 0 sein. Und G3 Pfeil skalar mit G unten 2 Pfeil muss auch 0 sein, denn Sie wissen schon längst, zwei Vektoren, die aufeinander senkrecht stehen, nicht? So, die stehen ja da aufeinander senkrecht, bei denen gilt, dass ihr Skalarprodukt gleich 0 ist. Das brauche ich Ihnen ja niemand mehr erklären. Und daher muss das gelten. Und dann nehmen wir noch als weitere Bedingung dazu, dass also das G3, G1 ist 0, G3, G2 ist 0 und dann soll noch lauten, dass
G3, G unten 3, jetzt nicht auch 0 ist, sondern 1. Und das geht jetzt mit den anderen, mit dem Basisvektor G oben 2, Pfeil genauso. Und als allgemeines Kriterium ergibt sich damit, eine implizite Bedingung. Es muss gelten für diese neu zu definierenden, dazugehörigen Kontravarianten-Basisvektoren folgender Zusammenhang. G unten I-Pfeil mal G oben J Pfeil ist gleich Delta I J. Wobei das Ihnen schon bekannte Kronecker-Symbol ist, Delta I J. Das bedeutet, wenn die Indizes gleich sind, ist es 1 und wenn sie ungleich sind, ist es 0. Wenn man sich das als Matrix vorstellt, dann steht in der Hauptdiagonale der Matrix stehen lauter Einser und sonst lauter Nullen. Das ist also praktisch ein Symbol für eine Einheitsmatrix. Aber wir denken in der Tensorrechnung nicht so viel in Matrizen, sondern eher in indizierten Größen. Und da sagt man dann einfach dazu, was die können. Und das Delta IJ kann einerseits immer 0 sein, muss sogar, wenn die beiden ungleich sind. Und wenn die beiden gleich sind, dann ist es eben 1. Und damit ist klargelegt, was dieses Kronecker-Delta soll. Und jetzt schauen Sie sich an, diese ganz allgemeine Beziehung, die entspricht jetzt dem, G unten 1 mal G oben 3 ist 0, G unten 2, G oben 3 ist 0, aber G unten 3, G oben 3 ist 1. Und ob ich das jetzt zuerst unten oder dann oben, das ist ja egal, weil das ist ja ein Skalarprodukt und das ist kommutativ. Also Sie können, wann Sie wollen, auch G oben J mal G unten I-Pfeil schreiben. Das ist genau dasselbe, so wie A mal B, dasselbe ist wie B mal A. Nicht wahr? Also ich glaube, Sie können schon erkennen, dass diese Beziehung eine Verallgemeinerung ist von dem, was wir da begonnen haben, was wir da geometrisch angesetzt haben, nämlich, dass diese neuen, diese Kontravarianten-Basisvektoren eben immer senkrecht stehen auf entsprechend zugehörige Koordinatenebenen, die durch die Kovarianten-Basisvektoren vorgegeben sind. Also das kann man natürlich ausführlich aufschreiben. Wir haben es da schon begonnen. Das geht dann mit G2, G1 und G2, G2 und G2, G3 auch. Das will man nicht mehr antun. Wenn Sie sich das da so anschauen, er steht vor Ihnen eine ganze Anzahl von genau 9 solchen Beziehungen von G1 mal G1 ist 1 bis G3 mal G3 ist 1 und alles, was dazwischen liegt. Das brauche ich Ihnen nicht mehr aufzuschreiben. Das können Sie sich gut vorstellen. Nur, leider Gottes, so wie das da steht, ist es nicht sehr gut brauchbar. Es steht zwar klar da, was die für Eigenschaften haben sollen, diese neuen Kontravarianten Basis Vektoren, aber man möchte sie sich ja gern ausrechnen können, wenn man die Kovarianten vorgegeben hat. Wie mache ich das jetzt, dass ich die zugehörigen Kontravarianten bekomme? Na, und das werden wir uns jetzt gleich anschließend anschauen. Denn was hat das ganze schönste Formel hinschreiben für einen Sinn, wenn man daraus keine operationelle Möglichkeit gewinnt, wie man damit wirklich umgehen soll? Und das werden wir sofort anschließend machen. Also ich will Ihnen nur Sie beruhigen, dabei bleibt es nicht. Das ist jetzt nur der Ansatzpunkt. So beginnen wir, diese neuen Kontravarianten-Basisvektoren einzuführen, über diese letztlich aus der Geometrie motivierte Beziehung. Aber jetzt wollen wir zunächst noch ein paar Bezeichnungen machen. Damit es hier eine gewisse Übersichtlichkeit gibt. Also, wie schon am Anfang gesagt, die G unten I-Pfeil sind die Kovariante
Vektorbasis. Ich schreibe das so kurz wie Vertragsbasis, aber es ist eine Vektorbasis. Und dann entsprechend die G oben I-Pfeil, die Kontravariante Vektorbasis. Also in irgendeiner Weise muss die Kontra sein zu denen Co. Aber in welcher Weise, da warten Sie bitte noch ein bisschen. Das kommt. Und wenn Sie es dann nicht gut verstanden haben, dann müssen Sie sich melden. Weil das ist schon einer der Kernpunkte. Wir sind jetzt doch schon ganz schön unterwegs in dem Semester und jetzt kommen wir schon langsam ans Eingemachte gewissermaßen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie da nicht den Anschluss verlieren. Naja, dann haben wir also schon gehabt, die G unten IJ, die waren definiert, ich sage es wieder einmal, als die Skalarprodukte der entsprechenden Basisvektoren miteinander. Die Komponente GIJ des Kovarianten-Metriktensors ist das Skalarprodukt des Iten mit dem jeden Kovarianten-Basisvektor. Ja? Die Komponenten des Metriktensors sind die Skalarprodukte der Basisvektoren. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man nie außer Acht lassen sollte. Und das ist also, haben wir ja schon so bezeichnet, der kovariante Metriktensor. Metriktensor. Wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, dass ich das schon als Tensor bezeichne. Das ist eigentlich höchst unmathematisch und unsystematisch, weil wir haben ja noch gar nicht definiert, was ein Tensor ist. Aber das habe ich eh schon mal erwähnt. Da bitte ich einfach um Geduld. Nehmen Sie das jetzt einmal kritiklos sozusagen als einen Namen zur Kenntnis. Und es kommt aber in Kürze dann, wenn wir mit dem Transformationsverhalten fertig sind, kommt dann also sozusagen die Auflösung. Und dann stellt sich heraus, schau, das ist ja wirklich ein Tensor. Und dann können wir in aller Ruhe diesen Ausdruck weiterverwenden, den wir jetzt heute halt einmal so ein bisschen botschert eingeführt haben. Also das ist der kovariante Metriktensor. Aber jetzt ist natürlich klar, so ein bisschen systematisch denken soll man ja auch noch weiterhin. Wenn wir jetzt die Skalarprodukte dieser kontravarianten Basisvektoren miteinander bilden, na was wird da wohl rauskommen? Die kontravarianten Komponenten des Metriktensors oder wie man oft sagt, etwas schlampig, der kontravariante Metriktensor. Also das ist dann das G oben IJ. Das ist dann G oben I-Pfeil mal G oben J-Pfeil. Das ist natürlich sehr hypothetisch, weil dabei haben wir es uns noch gar nicht ausgerechnet und Sie wissen noch gar nicht, wie man das ausrechnet. Aber geben Sie mir das jetzt die Möglichkeit, Ihnen das so systematisch aufzuschreiben und dann erfüllen wir das gleich anschließend mit Inhalt, machen ein Beispiel dazu und dann werden Sie sich sicher dabei einigermaßen wohlfühlen. Jedenfalls das hier ist der kontravariante Metriktensor. Also wie gesagt, genau genommen müsste man sagen, das ist beides der Metriktensor, das sind seine Kovariantenkomponenten, das sind seine Kontravariantenkomponenten. Aber man spart sich ein paar Silben beim Reden, wenn man nicht sagt, das sind die Kontravariantenkomponenten des Metriktensors, sondern das ist der kontravariante Metriktensor, ist aber dasselbe. Also das sind so kleine Schlampereien, an die man sich gewöhnt, damit man nicht so umständlich reden muss. Und das geht so lang gut, solange man sich nicht dabei irgendwie irrt oder zu Missverständnissen kommt, aber die Erfahrung zeigt, diese Redeweisen, die ich Ihnen da so vorstelle, die bewähren sich und es ist nicht unübersichtlich. Man muss halt nur immer wissen, was man eigentlich meint mit dem, was man sagt. Das ist immer wichtig. Ja, und dann gibt es also noch was. Delta IJ. Das haben wir da oben ja aufgeschrieben. Das ist jetzt GI-Pfeil, Skalar mit GJ-Pfeil. Wir haben ja gesagt, GI-Pfeil, Skalar mit GJ-Pfeil oder umgekehrt, ist das Kronecker-Delta. Das sind jetzt
wie wir es heute nennen, weder Kovarianten noch Kontravarianten, aber was soll man sonst sagen? Gemischte. Der hat einen Kontravariantenindex und einen Kovariantenindex. Das sind gemischte Metriken. Das ist der gemischte Metriktensor. Da sagt man aber schon eher einen gemischten Tensor, das ist irgendwie so, weiß ich hier, eine gemischte Suppe oder so irgendwas. Da sagt man dann schon eher die gemischten Komponenten des Metriktensors, damit das nicht gar so gemischt wird. Nicht? Aber ich glaube, Sie können schon sehen, das fügt sich jetzt da sehr gut dazu. Diese Relation hier ergibt letzten Endes als Skalarprodukt von Basisvektoren auch Komponenten des Metriktensors. Nur da wird gemischt der kovarianter Basisvektor mit einem Kontravarianten. Und laut unserer soeben durchgeführten Definitionsbedingung, das ist eine Definition, kommt dann dabei immer die Einheitsmatrix heraus. Also der kovariante Metriktensor ist eine gewisse Matrix, der Kontravariante eine andere. Die hängen wieder irgendwie miteinander zusammen, auf das kommen wir gleich. Und dann dieser gemischte, der ist immer die Einheitsmatrix. Egal wie diese Basisvektoren liegen, der gemischte Metriktensor ist immer die Einheitsmatrix, weil wir das da oben ja so festgelegt haben. Naja, jetzt ist also ein bisschen, wie gesagt, viel gesagt zu Dingen, die ich noch gar nicht näher besprochen habe, weil wir noch keine Möglichkeit hatten, sie wirklich auszurechnen. Und jetzt wollen wir unmittelbar, und Sie werden sehen, das ist sehr erfreulich, das geht nämlich sehr leicht, wenn man einmal sieht, wie man dabei vorgeht. Wie man also nun zum konkreten, expliziten Zusammenhang zwischen den Basisvektoren kommt. Also, Zusammenhang der Basisvektoren. Co- und Kontravariant. Na gut, da steht er ja. Aber der ist implizit. Da kann ich nicht sofort erkennen, wie, wenn ich den einen habe, was dann der andere wird. Und daher, weil man jetzt sonst nichts anderes hat, macht man was, was man in der Mathematik und auch in der Physik öfters macht, wenn man nicht weiter weiß, man macht einen Ansatz. Das ist übrigens international sehr weit verbreitet. Im Englischen ist das Wort für einen Ansatz machen. Ansatz. Es gibt kein anderes Wort. Es gibt so ein paar so Sachen. Kindergarten und Rucksack. Das sind Germanismen im Englischen. Aber Sie wissen, es gibt viel mehr Anglismen im Deutschen. Also ein bisschen der Gemisch zwischen den Sprachen gibt es heute. Also wir machen einen Ansatz. Was wollen wir denn? Wir wollen also die kontravarianten Basisvektoren ausrechnen. Also machen wir einen Ansatz für das G oben I, das wir jetzt gern hätten. Nur ausgehend von den Basisvektoren G unten 1, G unten 2 bis G unten N, die wir vorgegeben haben. Nun, den Ansatz machen wir einfach mit einer zweifach indizierten Größe. A, I, J mal G, J Pfeil. Wir gehen einfach davon aus, dass man mit Hilfe einer solchen zweifach indizierten Größe, das stellt sich dann natürlich, wenn man wieder ein bisschen an die Matrixdarstellung denkt, als eine Matrix dar von A11 bis A13 und A31 bis A33. Eine Matrix, wenn man die hat, dann kann man natürlich leicht bei vorgegebenen G unten I je die G oben I oder je halt ermitteln. Was da genau steht, ist klar. Was da genau steht, schreibe ich vielleicht noch einmal ausführlich auf. Das bedeutet also ganz explizit, G oben 1 Pfeil, der erste von diesen neuen kontravarianten Basisvektoren, setzen wir das I gleich 1 und lassen das J laufen, weil da wird ja drüber summiert. Das heißt, das ist A1, 1, G1 Pfeil plus A1, 2, G2 Pfeil plus A1, 3, G3 Pfeil.
Ja? Das I bleibt im 1, 1, 1 und das J summiert sich also bis zum Dreidimensionalen. Das kennt man natürlich jetzt kompliziert weiter, Punkte, Punkte, Punkte bis N. Also das sparen wir uns jetzt. Und G oben 2 Pfeil. Jetzt setzen wir diesen frei zu wählenden Index I, den freien Index, also 2. I ist immer 2. Da fangen wir an. A2 1 G1 Pfeil plus A2 2 G2 Pfeil plus A2 3 G3 Pfeil. Ja? Naja, und jetzt gestatten Sie mir das, dass man, das ist jetzt wirklich schon fad, aber jetzt schreiben wir es zu Ende. G oben 3 Pfeil ist dann A3 1 G1 Pfeil plus A3 2 G2 Pfeil plus A3 3 Pfeil. Das tut man dann meistens mit so einer geschwungenen Klammer zusammensetzen. Und das ist genau das, was also vor Ihrem geistigen Auge erstehen sollte, wenn Sie diesen Ansatz sehen. Und Sie können sofort erkennen, wenn wir alle diese AIJ haben, dann können wir bei vorgegebenem G1, G2 und G3 sich mit diesen, können wir uns mit dem sofort die neuen G oben 1, G oben 2, G oben 3 ausrechnen. Naja, aber woher nehmen wir es jetzt? Das ist jetzt natürlich entscheidend. Und jetzt schauen wir, wie man da vorgehen kann. Das war jetzt nur ein kleiner Einschub, um das noch einmal so ausführlich aufzuschreiben. Das werden wir in Zukunft weniger und weniger machen. Weil Sie wissen dann schon, wie das geht. Und dann wird es ja lästig und langwierig. Bitte. Ist das dann die Einstellungskonvention, dass man das Ja, ja, das haben wir ja vor ein, zwei Stunden, weiß nicht wann das war. Das ist die Einsteinsche Summationskonvention. Dass man sich das erspart, dass man ewig diese Summenzeichen hinschreibt und da ist es ja nur eins, aber wenn man eine Doppelsumme hat, muss man zwei Summenzeichen. Das belastet die Darstellung und macht sie unübersichtlich. Deswegen lässt man es weg. Aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich. Ne? Naja, was also tun wir jetzt? Und jetzt kommt also ein kleiner Trick. Wir multiplizieren diese Gleichung da. Skalar links und rechts mit G oben K Pfeil. Das ist komisch, nicht? Wir haben die G oben I noch gar nicht und jetzt multiplizieren wir da schon damit. Das ist eben das Tolle bei der Mathematik, man kann ruhig alles rechnen, selbst wenn man dabei noch gar nichts hat. Wenn man es nur geschickt macht, kommt dann am Schluss alles so heraus, dass man einmal alles hat. Und das werden Sie gleich sehen, dass das ganz gut funktioniert. Also, wir bilden dieses Skalarprodukt und das wird dann so, dass Sie da herüben stehen haben, GI-Pfeil Skalar mit GK-Pfeil. Und zwar die Indizes oben, das sind aber die kontravarianten Metrikkoeffizienten oder Metriktensor. Das heißt, wir kriegen da bei der Multiplikation heraus GIK, aber jetzt oben geschrieben, das sind diese kontravarianten Metrikkomponenten da von dem Metriktensor, das G oben IK, G oben I mal G oben K ist gleich und jetzt steht da AIJ. Das lassen wir, wie es ist, und jetzt multiplizieren wir das G unten J mit dem G oben K. Was kommt denn da raus? Wenn man das G unten J mit dem G oben K multipliziert, Skalar. Das Kronecker-Delta, da oben haben wir es ja. Und da steht es auch noch einmal. Also da haben wir jetzt stehen, mal Delta und J oben K. Und jetzt werden Sie sich denken, no, und da haben wir jetzt was. Haben wir eigentlich gar nichts gewonnen. Das stimmt aber nicht. Und da werde ich Ihnen jetzt gleich die erste wichtige Regel im Umgang mit Indizes in der Tensorrechnung vorstellen. Die Regel vom Austausch. Der Indizes. Und auf das sind Sie schon draufgekommen, dass also in der Tensorrechnung sich alles irgendwie um Indizes dreht. Weil man halt
Dinge betrachtet in mehr als einer Dimension. Daher braucht man dann Indizes, um das zu beschreiben. Naja, Austausch von Indizes. Was heißt das? Schauen wir uns zum Beispiel an, eine Größe x mit einem Index y, was auch immer das ist, multipliziert mit einem Delta j k. Das Delta ist wieder das Kronecker-Delta. Über j wird summiert. K ist der freie Index. Und die Frage ist, was kommt da heraus? Na, da muss man sich natürlich, wenn man wirklich konkret wissen will, was die einzelnen Komponenten dann sind, muss man es also entsprechend durchgehen. Daher schauen wir mal nach, was ist, wenn wir k gleich 1 setzen. Das k ist ja frei wählbar. Nur über j wird ja da mit dieser Einsteinschen Summationskonvention summiert. Also wenn man das k gleich 1 setzt, was kriegen wir dann? X1 Delta 1, 1 plus x2 Delta 2, 1 plus x3 Delta 3, 1. Ja, sehen Sie das? K setzen wir 1, daher da steht immer eine 1, da wieder und da wieder. Und über j ist zu summieren, x1 Delta 1, x2 Delta 2, x3 Delta 3. Ganz einfach. Nun, was wird das aber jetzt? Das ist, wie sich zeigt, jetzt echt einfach. Weil wir wissen doch, das Kronecker-Delta ist so definiert, dass wenn die zwei Indizes unterschiedlich sind, ist es 0. Na, schauen Sie mal. Da haben wir Delta 2, 1. 0. Delta 3, 1. 0. Na, 0, mir irgendwas ist wieder 0. Was bleibt, ist das. Delta 1, 1. Na, was ist, wenn das die Indizes gleich sind? Na, dann ist es 1. Haben wir gesagt, beim Kronecker-Delta, wenn die zwei Indizes gleich sind, ist es 1 und ansonsten 0. Das heißt, es ist 1. Das, was da überbleibt, ist x1 mal die Zahl 1. Das heißt, es ist x1. So einfach geht es. Na, wenn wir schon dabei sind, schauen wir aber nach, was dann bei k gleich 2 herauskommt. Jetzt setzt man das gleich 2 und über j wird wieder summiert. Also haben wir x1 Delta 1, 2 plus x2 Delta 2, 2 plus x3 Delta 3, 2. Ja? Also der Index k ist jetzt 2, das ist der letzte Index beim Delta 2, 2, 2 und die anderen wird 1, 2, 3 so aufsummiert. Ja? Nun, was haben wir da jetzt? Delta 1, 2 ist 0, Delta 2, 3 ist 0 und Delta 2, 2 ist 1. Das heißt, da kommt x2 heraus. Und jetzt lassen Sie mir die Zeit, Ihnen das noch zu Ende zu führen, dann haben wir das ein für alle Mal. K ist gleich 3. Na, jetzt heißt der letzte Index 3, dann haben wir also x1 Delta 1, 3 plus x2 Delta 2, 3 plus x3 Delta 3, 3. Und da haben Sie wieder Delta 1, 3 ist 0, Delta 2, 3 ist 0, Delta 3, 3 ist 1 und es steht x3 mal 1 und das ist x3. Und jetzt ist es eindeutig. Für k gleich 1 kommt x1 heraus, für k gleich 2 kommt x2 und für k gleich 3 kommt x3 heraus. Das heißt, wir kriegen als Ergebnis, dass dieser Ausdruck xj mal Delta jk gleich ist xk. Denn wenn k gleich 1 gesetzt ist, soll x1 herauskommen. K gleich 1 ist x1. Wenn k gleich 2 gesetzt ist, muss x2 herauskommen. Und entsprechend, das heißt, das ist das Ergebnis. Und Sie sehen, dass hier also deutlich wird, dieses Kronecker-Delta bewirkt, dass der Index J in einen Index K ausgetauscht wird. Die Regel vom Austausch der Indizes. Erste Tensorrechnungsregel.
Jetzt allerdings werden Sie sich denken, das ist ja eigentlich total unwichtig. Man braucht einen Index austauschen. Hauptsache steht einer da, wer muss den Index jetzt austauschen? Wenn Sie sich aber anschauen, was wir hier erhalten hatten, indem wir da oben mit diesem G oben K-Pfeil multipliziert haben, da haben wir gerade einen solchen Ausdruck bekommen, wo über den Index J summiert wird und damit einem Kronecker-Delta multipliziert wird. Das ist ganz was Analoges wie hier. Ein Index summiert mit dem Index beim Kronecker-Delta und das, was dann hier steht, so wird der Index ersetzt. Der Index I ist ja gar nicht betroffen. Es geht nur um das J. Und wenn Sie das jetzt multiplizieren mit Delta JK, was bleibt dann also stehen? Können Sie es vielleicht schon erschnuppern, wenn man das so aufschreibt und die Regel vom Austausch der Indizes benutzt? Was wird dann? AIK. Ganz richtig. So einfach. Und man kann sich das auch leicht klar machen, weil nur wenn J gleich K ist, steht da ja was, sonst ist ja 0. Wenn aber J gleich K ist, dann steht da 1. Das heißt, es wird eben nur für J gleich K da was stehen bei dem Ganzen und da heißt es AIK. Ja? Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist nicht etwas, wo man sagt, das verstehe ich nicht. Sie haben es ja gesehen. Man muss es ja verstehen. Es ist total einfach. Es ist einfach so. Und warum soll man Dinge, die einfach so sind und man das wirklich sieht, nicht akzeptieren? Es wäre ja dumm, wenn man das nicht täte. Aber das sehen Sie, jetzt gewinnen wir damit was. Ist doch nicht so schlecht mit dieser Regel vom Austausch der Indizes. Denn was kommt denn da heraus? Wir haben es ja schon beinahe. AIK, wo wir gesagt haben, die braucht man eigentlich, dann können wir das alles umrechnen. Wir haben sie ja schon. Die AIK sind gleich die GIK. Hurra! Aber bei nochmaliger Betrachtung kommt man wieder drauf, so toll ist es auch noch nicht. Weil es ist ja manchmal, ist es halt das Leben ein bisschen schwierig, nicht? Weil nämlich wir dieses G oben IK ja noch gar nicht haben. Wir gehen ja nur davon aus, dass wir die G unten I vorgegeben haben und wollen ja jetzt die G oben I-Pfeile erst ausrechnen. Und die G oben IK, das ist ja die, sind ja die Skalarprodukte der Kontravarianten, die haben wir noch gar nicht, haben wir wieder nichts. Also muss man noch ein bisschen weiter, aber man soll sich im Leben nie gleich geschlagen geben und schon gar nicht, wenn es um irgendwas Mathematisches geht. Und daher werden wir schauen, wie man weiterkommen kann. Also wir haben jetzt einmal gewonnen, das G oben I, K ist gleich AIK. G oben IK ist gleich A oben IK. Das ist die Ansatzgröße. Das haben wir jetzt gewonnen. Und damit erhält man aufgrund dieses Ansatzes da oben immerhin schon eine Beziehung. Und zwar, so wie es da oben steht, G oben I Pfeil. Ja. Ist gleich, und da steht jetzt eben oben AIJ mal GJ-Pfeil. Und statt AIJ kann ich jetzt GIJ schreiben, weil AGIK ist ja AIK für alle Indizes. Ob da jetzt K oder J steht, ist in dem Fall dann völlig egal. Jedes GIK ist gleich dem AIK. Also kann ich dann entsprechend schreiben, so wie es da oben steht, das ist eben dann gleich AIJ, das ist eben gleich GIJ mal G unten J Pfeil. Das ergibt sich jetzt aufgrund unseres Ansatzes. Und jetzt zeigt sich, wenn man das also noch einmal entsprechend mit anders gewählten Indizes, Co- und Kontravariant ausgetauscht, durchführt,
kriegt man analog das wäre zum Beispiel für diejenigen unter Ihnen, die sich da wirklich Übung im Umgang mit diesen Dingen schaffen wollen, eine gute Fleißaufgabe sozusagen, wenn Sie jetzt das, was man da analog jetzt kriegt, auch genauso wieder wie diese Spalte da hier, ganz analog wie diese Spalte, aber mit einem anderen Ansatz. Da sagen wir dann, G unten I ist A unten I je mal G oben je und multiplizieren Skalar mit einem G unten K. Und wenn Sie das durchführen, kommen Sie genau auf das, was ich Ihnen jetzt hinschreibe. Nämlich das Analoge mit umgekehrten Indizes. Man kriegt ein G unten K-Pfeil statt G oben I, G unten. G unten K-Pfeil ist G unten KL mal G oben L-Pfeil. Übrigens, ich möchte es bei der Gelegenheit einmal gleich erwähnen, nachdem wir jetzt immer so viel mit Indizes zu tun haben und diese Indizes sehr wichtig ist, dass man weiß, was die sind, futzeln Sie es nicht zu klein hin. Man hat irgendwie so oft die Verlockung, wenn man eine Größe schreibt und kommt der Index, die Große steht da und dann ist das kleine Index hinfutzeln. Aber wenn so viele Indizes dauernd vorkommen, wenn Sie das alles so hinfutzeln, wird das alles unlesbar. Die haben ihre Bedeutung, schreiben Sie es nur entsprechend hin, diese Indizes. Dann kann man damit gut umgehen. Warum habe ich jetzt nicht wieder I und J gewählt? Ich wollte, dass diese Indizes nicht gleich sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht vom Inhaltlichen die völlig gleichartige Beziehung ist. Jetzt ist halt K da der freie Index und L der Summationsindex. Da ist halt I der freie Index und J der Summationsindex. Wenn Sie das in die Langschrift übertragen, so ähnlich wie sowas, was wir da oben gehabt haben, das tue ich jetzt nicht mehr. Aber wenn Sie das machen würden, dann kommen Sie in beiden Fällen völlig gleichartige Dinge. Denn ob ich über L summiere oder über J, es ist die gleiche Summe von 1 bis 3 und so. Also da ändert sich nichts. Man kommt also analog zu dem Ergebnis, was wir uns ja jetzt gerade erworben haben, kommt man auch zu dem Ergebnis. Na, da schauen wir ein bisschen besser aus, weil da haben wir immerhin die G unten KL, weil das sind ja die Skalarprodukte der Kovarianten-Basisvektoren und von denen sind wir ja ausgegangen. Die sind ja zunächst einmal vorgegeben. Wir wollen ja die dazu zugehörigen Kontravarianten ausrechnen. Also schön und gut, aber blöderweise steht da jetzt wieder eine Kontravariante. Es ist wieder auf der falschen Geschichte. Also wieder noch nicht so richtig das Ganze. Aber da kann man jetzt einen weiteren Trick verwenden, indem man die beiden Gleichungen miteinander skalar multipliziert. Dann muss ja wieder was Richtiges rauskommen. Also schauen wir, was da dann rauskommt. G oben I mal G unten K. Was ist denn G oben I mal G unten? Ich schreibe es einmal auf. G oben I Skalar mit G unten K. Da haben wir das mit dem Skalar multipliziert. Na klar. Und jetzt auf der anderen Seite kriegen wir jetzt, da muss man natürlich jetzt ein bisschen genauer aufpassen, was wir da jetzt erhalten. Wir kriegen G oben I je, G unten je. Mal. Und dann kommt weiter einmal G unten KL mal G oben L-Pfeil. Na schauen Sie mal. Das G oben I mal G unten K, das wissen Sie schon jetzt in der Zwischenzeit, was das ist. Nämlich das Kronecker-Delta. So wie wir es da oben hingeschrieben haben. Also da steht Delta oben I unten K. Ganz einfach. Und was haben wir da? Da können wir natürlich diese
Komponenten der Metriktensoren da, Q und Kontravariant, die kann man natürlich, das sind dann lauter Zahlen, die mit einem Vektor jeweils multipliziert sind. Die stellen wir noch vor und kriegen daher G oben IJ mal G unten KL. Und jetzt bleibt stehen G unten J-Pfeil, Skalar mit G oben L-Pfeil. Man darf ja konstante Faktoren, Skalare, bei einem Vektor, wenn es multipliziert wird, dann noch vorziehen und nur das bleibt dann so stehen. Das sind alles diese Rechenregeln, die man ganz am Anfang des Semesters, wo Ihnen das vielleicht noch höchst unnötig erschienen ist, entsprechend aufgeschrieben haben. Jetzt brauchen wir sie. Also, wir haben nur dieses Produkt etwas umgestellt. Jetzt wird Ihnen das wahrscheinlich, wenn Sie schon ein bisschen was mit Algebra zu tun gehabt haben und vielleicht schon was mit Matrizen, ein bisschen, werden Sie kein gutes Gefühl dabei haben. Weil man weiß ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mit Matrizen es zu tun hatten und mit Multiplikation von Matrizen. Im Allgemeinen ist eine Matrizenmultiplikation nicht kommutativ und man muss sehr aufpassen, wie man das aufschreibt. Und was wir da jetzt tun, wir haben bei diesen verschiedenen Faktoren, weil zumindest die beiden da ja in Matrizen entsprechen, weil es zwei Indizes haben, haben wir jetzt einfach die Reihenfolge vertauscht. Und da macht man doch im Allgemeinen einen Fehler, sollte man sich denken. Das ist einer der großen Vorteile, also einer von vielen Vorteilen der Indexschreibweise, dass man sich da keine Sorgen machen braucht. Warum? Weil es ja nur darauf ankommt immer, welche Indizes gleich sind, damit klargestellt ist, was jeweils summiert wird. Und das haben wir ja nicht geändert. Da ist weiterhin da das J und da unten das GJ-Pfeil. Darüber wird summiert. Und da das K, das haben wir da, wird mit dem G, wo ist das an? K, I, J, J und L über L wird das summiert. Also dieses G oben L, vor allem G unten KL. Das bleibt alles, wie es ist. Dagegen bei der Matrizenrechnung, wenn man da einfach zwei Matrizen austauscht, bedeutet das dann de facto, dass über ein anderes Indexpaar summiert würde. Dann ist alles falsch. Aber indem wir das so elegant machen, dass durch die Gleichheit der Indizes festgelegt ist und bleibt, worüber summiert wird, ist da keine Gefahr vorhanden sozusagen. Das kann man also ruhig machen. Erst gegen Ende des Semesters, wenn wir dann über Differentialoperatoren sprechen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn wenn man was hinter einem Differentialoperator steht, darf man den dann einfach noch vorstellen. Denn dann erreicht der Operator die Größe nicht mehr. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Solange das nicht der Fall ist, kann man beliebig die Faktoren umstellen. Ja? Und damit kommen wir drauf, dass da jetzt wieder was steht, was Sie schon wissen. Denn G unten J mal G oben L ist natürlich D Delta J L. Also haben wir da Delta J L. Naja, und jetzt natürlich, wir sind ja schon gewieft mit der Indexschreibweise, verwenden wir gleich wieder unsere Regel vom Austausch der Indizes. Da muss ich das jetzt nochmal herholen. Ich musste nur einmal den Strich machen, damit wir dann weiterkommen. Schauen Sie, was da steht. Da steht G unten KL mal Delta J oben L. Das heißt, über L wird summiert und dieser Index wird daher ausgetauscht. Und dieses Produkt von dem GKL mal dem Delta JL ist einfach ein GKJ. Weil nur für J gleich L ja überhaupt was da steht, nämlich 1. Und für J ungleich L sind das ja lauter Nullen. Also nur für J gleich L bleibt was stehen und daher steht da GKJ. Wem ist das, Hand aufs Herz, wem ist das jetzt nicht verständlich?
der oder die möge sich wirklich melden. Weil das wäre ja blöd, wenn jetzt anfängt, oh je, das ist ja da unverständlich, ich glaube, ich gebe es auf. Also Sie sind weit davon entfernt, jetzt aufgeben zu müssen. Also wenn Sie sich nicht melden und Sie wissen es nicht, sind Sie selber schuld. Ich halte Sie aber für erwachsen genug, dass Sie sich gemeldet hätten. Also was bleibt stehen? Wir haben hier auf der linken Seite Delta IK ist gleich. Fangen wir mal an. Damit. Delta IK. Nein, umgekehrt haben wir es. Sehen Sie, müssen wir aufpassen. IK. Delta IK ist gleich. Und jetzt steht da auf der rechten Seite G oben IG und hier unten G unten KJ, weil über L wird summiert und das L wird durch J ersetzt. G unten KJ. Und jetzt wissen wir noch was. Nämlich, der Metriktensor ist symmetrisch. Haben wir ja schon besprochen. Weil der Metriktensor, haben wir ja schon aufgeschrieben, ist eben die Skalarprodukte der Basisvektoren und Skalarprodukte sind kommutativ. Daher ist das GI Skalar mit GJ auch dasselbe wie GJ Skalar mit GI. Daher muss GIJ gleich GJI sein, also ist der Metriktensor aufgrund dieser Definition eben symmetrisch. Also kann ich das auch hier anwenden und kriege damit letztlich Delta IK ist gleich GIJ und jetzt tausche ich die zwei aus, mal GJK. Und jetzt werden Sie also denken, na Großigkeit, und was haben wir da jetzt davon? Jetzt ist wichtig, dass man an der Stelle ein bisschen eine Anleihe bei der Algebra nimmt und sich anschaut, wie zwei Matrizen miteinander multipliziert werden. Und daraus dann wird sich sofort ergeben, was das für eine Bedeutung hat. Nämlich eine sehr klare und sehr einfache Bedeutung. Wer von Ihnen weiß, wie man Matrizen miteinander multipliziert? Ja, sehr gut. Dann können wir das sofort ganz klar machen. Nehmen wir so eine Matrizenmultiplikation her. Wir nehmen zwei Matrizen an. Das ist jetzt ein Einschub. Eine Matrix A, na, wie bezeichne ich ja? A 1, 1, A 1, 2, A 1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Und das multiplizieren wir mit einer Matrix B, B1, 1, B1, 2, B1, 3, B2, 1, B2, 2, B2, 3, B3, 1, B3, 2, B3, 3. Jetzt habe ich nichts mit Kontravariant gemacht, sondern ich habe die einfach so aufgeschrieben, wie die Indizes. Und jetzt schauen wir an, gehen wir gleich in die nächste Zeile, die kann ich da noch besser nützen, was da herauskommt. Und das 1-1-Element der Produktmatrix ist erste Zeile mal erste Spalte. Also haben wir da A1, 1, B1, 1 plus A1, 2, B2, 1 plus A1, 3, B3, 1. Das 1-2-Element ist erste Zeile mal zweite Spalte.
A11 B12 plus A12 B22 plus A13 B13. Und das 1-3-Element ist erste Zeile mal dritte Spalte. A11B13 plus A12B23 und plus A13B33. Jetzt sparen wir uns alles Weitere und rechnen uns vielleicht noch zuletzt das A33 aus. Also nicht A, das 3-3-Element der Produktmatrix. Das heißt dritte Zeile mal dritte Spalte. Ja? Also A31 mal B13 plus A32 mal B23 plus letztlich A33B33. Und jetzt kommt's wieder drauf an, mit Hilfe der schon manchmal verwendeten Methode des kontinuierlichen Anstarrens drauf zu kommen, was da also jetzt für eine Regel drinnen steckt. Und schauen Sie mal. Die inneren Indizes sind immer die, über die summiert werden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und glauben Sie mir, wenn Sie sich das alles antun mit den anderen, es stimmt dort auch so. Sie können es ja ausprobieren. Das ist Ihnen ja unbenommen. Also über die inneren Indizes wird stets summiert. Und was ist mit den äußeren Indizes? Die geben einfach die Indizes dieser Matrixelemente an. Das ist das 1-1-Element. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Und schauen Sie mal. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das 1-1-Element. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das 1-2-Element. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Das 1-3-Element. Und bis zum Schluss, da ist das 3-3-Element. 3, 3. 3, 3, 3, 3. Also, die äußeren Indizes zeigen an, was für ein Matrixelement da man gerade betrachtet bei der Produktmatrix. Und über die inneren Indizes wird immer summiert. Das lässt sich jetzt wieder zurückführen auf unsere Tensorschreibweise. Das war also jetzt ein Einschub. Und jetzt schauen Sie an, was es bedeutet. Hier haben wir etwas. Da haben wir die äußeren Indizes, sind I und K, die Indizes einer Produktmatrix und über die inneren Indizes wird summiert. Das heißt, was da steht, ist die Produktmatrix aus der Matrix der Kontravarianten des Komponenten des Metriktensors mal der Matrix der Kovariantenkomponenten des Metriktensors. Und IK ist das IK-Element dieser Matrix. Und jetzt steht auf der anderen Seite Delta IK. Was ist denn das für eine Matrix? Na, die Einheitsmatrix. Wir haben ja gesagt, bei dem Delta IK stehen auf der Hauptdiagonale lauter Ansa, Delta 1, 1, Delta 2, 2, Delta 3, 3 sind lauter Ansa, während alle ungleichen I und K, da steht überall 0. Also was Sie daraus erkennen ist,
dass das Matrizenprodukt der Matrix der Kontravariantenkomponenten des Metriktensors mal der Matrix der Kovariantenkomponenten gleich der Einheitsmatrix ist. Na, was bedeutet denn das, wenn das Produkt einer Matrix mit einer anderen Matrix die Einheitsmatrix ergibt? Genau. Na, das ist so ähnlich wie bei den Zahlen, nicht? Wenn 5 mal ein Fünftel 1 ist, dann ist ein Fünftel eben das Reziproke von 5. Und da sagt man nicht reziprok, sondern invers. Wenn man eine Matrix mit einer anderen multipliziert, kommt die Einheitsmatrix heraus, wie Sie ganz richtig sagen, dass die eine invers zur anderen. Das heißt, ergibt sich daraus also die Folgerung, die Matrix der G unten IJ und die Matrix der G oben IJ sind zueinander invers. Jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, jetzt schreibe ich auf einmal da IJ und da IJ wird jetzt da nicht drüber summiert und da steht ja IJ und da steht JK. Wie kann ich jetzt IJ und IJ schreiben? Erinnern Sie sich, ich hatte schon bei Gelegenheit gesagt, wenn man eine indizierte Größe einklammert, dann meint man alle Größen. Das heißt, was da steht, ist die Matrix der Größen G1, 1, G1, 2, G1, 3, G2, 1, G2, 2, G2, 3, G3, 1, G3, 2, G3, 3. Das steht hier. Ich brauche nur weniger schreiben, wenn ich so schreibe. Und da steht das wieder, nur stehen sie oben. Aber dass da IJ steht, ich könnte da auch AB hineinschreiben oder XY, das sind nur Platzhalter für die Indizes, um die es geht, um zu identifizieren, was ich da habe, nämlich die Kontravariantenkomponenten des Metriktensors und die Kovariantenkomponenten, so wie ich das da oben ja schon aufgeschrieben habe, Kontravarianter Metriktensor, Kovarianter Metriktensor. Verständlich, was da jetzt herausgekommen ist? Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt haben wir es geknackt. Denn jetzt kann man damit wirklich das Problem lösen, weil wir eben Gott sei Dank die Mathematik haben, die also verschiedenartige Methoden entwickelt hat, wie man eine Matrix invertiert, sprich zur inversen Matrix übergeht. Das sehe ich nicht als Teil dieser Vorlesung an. Das haben Sie sich vielleicht schon angeeignet in der Algebra oder werden Sie bald oder schauen Sie in Google nach oder sonst irgendwie. Das ist nichts, was wir da jetzt besprechen brauchen. Es gibt Methoden, meistens kann man es jetzt am Computer sehr schnell machen, vor allem bei größeren Matrizen wird das mit der Hand dann recht langwierig, wo man quadratische Matrizen invertieren kann. Das heißt, hat man die eine, dann kriegt man durch Inversion die andere, sodass das Produkt der beiden die Einheitsmatrix ergibt. Und natürlich muss man da wieder zeigen, und das macht man alles in der Algebra, es ist schon ein Glück, dass wir die Mathematik haben, weil das alles so präzise ist. Zu jeder Matrix gibt es genau eine inverse Matrix, es sei denn, es gibt gar keine. Das kann einem natürlich auch passieren, aber wenn es eine gibt, dann nur eine. Also das ist schon mal was sehr Wichtiges. Und da kann man also auf die Art und Weise, wenn man eine der beiden Matrizen kennt, sich die andere durch Inversion ausrechnen. Und jetzt erkennt man dann daraus, wie man also vorgeht. Und das werden wir sofort anhand eines Beispiels durchführen. Jetzt ja auch noch was. Also ein Beispiel. Da werden wir also jetzt nicht Matrix-Inversion durchführen, sondern wir werden nur nachschauen, ob es wirklich stimmt. Pass uns auf, was wir jetzt machen. Wir geben eine kovariante Basis vor. G unten 1 Pfeil ist gleich E1 Pfeil. G unten 2 Pfeil ist E1 plus E2 Pfeil. So definieren wir uns die beiden.
Das kann man ja in verschiedener Weise machen. Man kann zum Beispiel, wie wir es letzte Woche gemacht haben, angeben, wie groß sind die Längen der beiden Basisvektoren und wie groß ist der Winkel. Hier machen wir es ein bisschen anders. Wir nehmen so im Hintergrund eine orthonormierte Vektorbasis an und sagen jetzt, der erste Basisvektor von denen, die wir betrachten, ist jetzt gleich E1 Pfeil und der zweite ist E1 plus E2. Na, das ist ja leicht zu verstehen. Auf die Art und Weise kriegt man also diese beiden Basisvektoren. Und vielleicht sollte ich das auch aufzeichnen, damit das also klarer noch wird. Also, da haben wir E1 und E2 und das G1-Pfeil liegt jetzt so, weil G unten 1-Pfeil ist E1-Pfeil und G2-Pfeil ist E1 plus E2. E1 plus E2 geht daher, und da haben wir also das G unten 2-Pfeil. So haben wir es also jetzt definiert. Eine zweidimensionale Vektorbasis, wo die Basisvektoren nicht aufeinander senkrecht stehen, so Sie sehen es in dem Fall, 45 Grad. Der eine hat zwar die Länge 1, aber der zweite hat die Länge Wurzel 2. Also ich glaube, das sollte Ihnen völlig klar sein. So eine Basis betrachten wir jetzt. Ja, und jetzt liegt ja schon auf der Hand, was wir jetzt eigentlich wollen. Wir wollen jetzt die zugehörige Kontravariante Vektorbasis ermitteln. Ja, und jetzt wollen wir das, was wir da alles haben, benutzen. Also wie geht man vor? Jedenfalls kommen da drinnen die Metriktensoren vor. Also rechnen wir sie uns aus. Rechnen wir uns einmal aus die Kovariantenkomponenten des Metriktensors. G unten I J. Na, das ist leicht. G unten 1, 1 ist G1, G1. G unten 1 mal G unten 1 ist E1 mal E1, das ist 1. Dann machen wir G unten 1, 2. Das ist G unten 1 mal G unten 2. Das ist E1 mal Klammer. E1 plus E2. Das ist E1 mal E1, das ist 1 plus E1 mal E2, das ist 0, kommt also 1 heraus. Dann G2, 1, na, das ist dasselbe wie G1, 2, muss also wieder 1 sein. Bleibt noch G2, 2, das ist G unten 2 mal G unten 2, das ist E1 plus E2 mal E1 plus E2, da multipliziert man hinein. E1, E1 ist 1, E1, E2 ist 0, E2, E1 ist 0, E2, E2 ist 1. Und zwei Einser machen einen Zweier. Und wir haben hier die für diese Vektorbasis zugehörigen Komponenten des kovarianten Metriktensors. Übrigens, aus dem kann man sofort erkennen, erinnern Sie sich, Sie müssen diese Sachen jetzt schon immer wieder sich präsent machen. Wir haben doch gleich zu Anfang gesagt, die Hauptdiagonalelemente jedes Metriktensors geben die Quadrate der Längen der Basisvektoren. Das sind die Hauptdiagonalelemente 1 und 2. So ist das Quadrat der Länge des ersten Basisvektors und das Quadrat der Länge des zweiten. Na, der erste hat wirklich die Länge 1, 1 mal 1 ist ja auch 1. Der zweite hat die Länge Wurzel 2, Wurzel 2 mal Wurzel aus 2 ist 2 und deswegen steht da 2. Also Sie sehen, das kommt da sofort so heraus. Ja? Naja, und jetzt wollen wir aber wissen, wie groß ist das dann? Wie groß sind die Komponenten, die Kontravariantenkomponenten? Und da zeigt sich, wenn man die Matrixinversion, die ich hier gar nicht erkläre, aber die Sie wahrscheinlich eh schon gehört haben, und wenn nicht, müssen Sie halt ein bisschen warten oder woanders suchen, Sie können auch schauen, sowas findet man ja. Kommt man drauf, dass die inverse Matrix 2 minus 1 minus 1, 1 ist. 2 minus 1, minus 1, 1. Übrigens auch, so wie es gehört, wieder symmetrisch.
Und jetzt werden Sie natürlich sagen, und woher soll ich jetzt wissen, ob das wahr ist? Natürlich ist es aber wieder nicht so schwierig. Man kann es ja multiplizieren. 1, 1, 1, 2 mal 2 minus 1 minus 1, 1. Und was kriegen wir? Erste 1, 1 Komponente ist erste Zeile mal erste Spalte. 1 mal 2 ist 2 plus 1 mal minus 1 ist minus 1. 2 minus 1 ist 1. Das fängt schon gar nicht so schlecht an. Dann machen wir erste Zeile mal zweite Spalte. 1 mal minus 1 ist minus 1, plus 1 mal 1 ist 1, minus 1 plus 1 ist 0. Dann 2, 1, zweite Zeile, erste Spalte. 1 mal 2 ist 2, plus 2 mal minus 1 ist minus 2, 2 minus 2 ist 0. Und letztlich 2, 2, zweite Zeile, zweite Spalte. 1 mal minus 1 ist minus 1, plus 2 mal 1 ist 2, minus 1 plus 2 ist 1. Hurra, hurra! Das ist tatsächlich die inverse Matrix und in der Mathematik zeigt man, dass die eindeutig ist. Also das ist die inverse Matrix. Naja, und schauen Sie, jetzt haben wir uns alles verschafft, was wir brauchen. Denn jetzt können wir die Beziehung verwenden, die für uns jetzt das günstigste ist, nämlich die da, die ich aus dem Grund jetzt auch noch einmal einkasteln möchte. Wir kennen ja die Kovarianten-Basisvektoren. Da stehen sie. Und durch die Matrixinversion haben wir jetzt auch die Kontravarianten-Metriktensor erreicht. Da ist er. Durch die Matrixinversion. Das war eben der Knackpunkt, um den es gegangen ist. Na, und damit können wir das jetzt konkret ausrechnen. Also, ich schreibe das noch einmal her. G oben I ist gleich G oben I J mal G unten J. Ja? Und das machen wir jetzt für alle beiden Basisvektoren. Das ist die allgemeine Beziehung. Und jetzt schauen wir noch bei I gleich 1. G oben 1 Pfeil ist gleich G1, 1, G1 Pfeil plus G1, 2, G2 Pfeil. Über je wird es summiert. 1, 2. Und das G oben 2 Pfeil, was ist das? Jetzt setzen wir I gleich 2. G2, 1, G1 Pfeil. Plus G2, 2, G2 Pfeil. Naja, und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt sehen Sie, jetzt funktioniert das und führt zu einem guten Ende. Weil das G1, 1, oben 1, 1 ist 2. Da sehen Sie schon, es ist ganz wichtig, ob die unten stehen oder oben stehen. Das ist ja ganz was anderes. Da ist ein 1, da steht ein 2, da ist ein 1, das ist ganz was anderes. Also, da darf man nicht jetzt so sloppy sagen, na ja, jetzt schreibe ich es einmal um, jetzt schreibe ich es einmal um. Das funktioniert nicht, da muss man schon aufpassen. Also, das G oben 1, 1 ist 2 mal G unten 1 Pfeil. 2 mal G1 Pfeil. Und dann haben wir da plus G1, 2. G oben 1, 2 ist aber minus 1. Also haben wir minus 1 mal G2 Pfeil. Und da haben wir G2, 1. Das ist minus 1. Minus 1 mal G1 Pfeil. Und dann plus G2, 2. Das ist 1. G oben 2, 2 mal G2 Pfeil. Plus G2 Pfeil. Und jetzt, wenn man möchte, kann man diese G1, G unten 1 und 2 von da oben wieder durch E ersetzen und kriegt 2 G1 ist das 2 E1
minus g2 minus e1 minus e2 minus e1 minus e2. 2e1 minus e1 ist e1 minus e2. Kriegen Sie das echt heraus? Wieder in Bezug auf diese orthonormierte Basis, die wir uns da heute zurechtgelegt haben, aufgrund derer wir die andere Basis definiert hatten. Und für g oben 2 Pfeil haben wir jetzt minus g1 plus g2. Also minus g1, das ist minus e1, plus g2 plus e1 plus e2 plus e1 plus e2 und es kommt heraus, minus e1 plus e1 ist 0, e2. Und jetzt wollen wir natürlich auch sehen, ob das auch anschaulich vernünftig ist. Und da zeichnen wir uns das ein. Damit wir das irgendwie anders machen, versuchen wir vielleicht eine grüne Kreide. Vielleicht wird das was. Also, der erste Kontravariante ist E1 minus E2. E1 minus E2. Der schaut da runter. Das ist G oben 1 Pfeil. Und der zweite Kontravariante steht da, ist E2 Pfeil. Das ist G oben 2 Pfeil. Also die kovariante Basis, die wir vorgegeben hatten, das sind diese roten Vektoren. Und daraus ergibt sich jetzt nach unserem Beispiel die zugehörige kontravariante Vektorbasis, also eine andere. Und jetzt müssen wir nur nachschauen, stimmt das jetzt damit überein, was wir uns überlegt haben? Ja, da muss also zumindest das G1 einmal oben 1 senkrecht auf das G unten 2 sein. Das ist auch der Fall. Und G oben 2 muss senkrecht auf G unten 1 stehen. Ist auch der Fall. Und andererseits, wenn man dann G oben 1 mit G unten 1 multipliziert, kriegt man aufgrund dieses Skalarprodukts 1. Und ebenso, wenn man G oben 2 mit G unten 2 multipliziert, kriegt man auch Länge des einen mal Länge der normalen wieder 1. Es stimmt alles. Also alle diese, wo sind sie, da oben Bedingungen, die wir da aufgeschrieben haben, sind hier erfüllt und mit der leider hier etwas angepickten Zeichnung, aber ich glaube, man kann sie schon erkennen, diese Zeichnung da, können Sie deutlich erkennen, wie zu dieser Kovarianten die zugehörige Kontravariante Basis ausgerechnet werden konnte. So, jetzt muss ich Sie dazu jetzt noch einmal ganz klar fragen, haben Sie das wirklich gut verstanden? Gibt es da irgendein Problem diesbezüglich? Ich fasse zusammen. Wir haben folgenden Vorgang gewählt, um eine solche Berechnung durchzuführen. Wir sind von einer kovarianten Vektorbasis ausgegangen und haben uns aufgrund dessen den Kovariantenmetrik, die Matrix der kovarianten Komponenten des Metriktensors ausgerechnet, indem wir die Skalarprodukte aller dieser vorgegebenen kovarianten Basisvektoren bestimmt haben. Dann haben wir eine Matrixinversion gemacht, weil wir in der Zwischenzeit die wichtige Sache kennengelernt haben, dass eben die Matrix der kovarianten Komponenten des Metriktensors mal der Matrix der Kontravarianten gleich 1 ist, beziehungsweise die beiden eben invers zueinander sind. Das heißt, durch Inversion kriegen wir auch die Matrix der Kontravariantenkomponenten des Metriktensors, also den Kontravarianten-Metriktensor. Und wenn wir den haben, dann können wir in dieser Relation hier jetzt den da einsetzen, hier so mit dieser Summation mit den bekannten
Kovarianten, weil vorgegebenen Kovarianten Basisvektoren multiplizieren, so wie wir das da im Einzelnen durchgeführt haben, und kriegen alle entsprechenden Kontravarianten Basisvektoren eindeutig heraus. Während also diese obige ursprüngliche Bedingung, wie ich ja auch hingeschrieben habe, eine implizite Bedingung ist, ist das jetzt eine explizite Gleichung, wo man bei den gesamten Kovarianten Basisvektoren explizite Ausdrücke für die zugehörigen Kontravarianten kriegt. Was man dazu braucht, sind die Kontravarianten, ist der Kontravariante Metriktensor, und der ergibt sich durch Matrixinversion aus dem Kovarianten-Metriktensor. Eigentlich, wenn Sie nehmen, das ist gar nicht so kompliziert. Sie haben eine Vektorbasis, Sie bestimmen sich den zugehörigen Metriktensor, Sie invertieren ihn und kriegen daraus den Kontravarianten-Metriktensor, und dann können Sie schon diese explizite Darstellung hier verwenden und kriegen bereits explizit, konkret, die Kontravarianten Basisvektoren. Also das ist jetzt nichts irgendwie Mysteriöses, sondern etwas, was man sich wirklich konkret ausrechnen kann. Naja, und jetzt, das werden wir heute nicht mehr zu Ende führen, aber ich möchte zumindest damit beginnen. Jetzt natürlich ist die Sache die, wenn wir so weit gekommen sind und diese Basisvektoren umgerechnet haben, dann können wir jetzt natürlich auch anschauen, was passiert, wenn wir einen konkret vorgegebenen Vektor A-Pfeil betrachten und den einmal, na so weit drauf brauche ich gar nicht, einmal in Bezug auf eine Kovariante und dann auf eine entsprechend zugehörige Kontravariante Basis ausrechnen. Also es geht jetzt um die Komponenten. Eines Vektors A-Pfeil. Ein bestimmter vorgegebener Vektor, was es auch sei, eine Geschwindigkeit, vielleicht die Schwerkraft, halt irgendwas, was uns wichtig ist und was wir darstellen wollen. Einen solchen Vektor nehmen wir her und den können wir jetzt natürlich eben darstellen, so wie wir es bisher gemacht hatten, als A oben I mal G unten I-Pfeil, also kontravariante Komponenten mal kovariante Basisvektoren, aber auch als A unten I mal G oben I-Pfeil. Und wir haben ja jetzt Mittel und Wege bekommen, um uns diese G oben I-Pfeil aus den G unten I-Pfeil auszurechnen. Das heißt, wir müssen jetzt auch in der Lage sein, diese A unten I-Pfeil zu gewinnen aus dieser Beziehung. Diese A oben I sind ja die Kontravarianten-Komponenten des Vektors A, und die A unten I sind die Kovarianten-Komponenten des Vektors A. Und wenn wir zunächst einmal bei vorgegebener kovarianter Vektorbasis, davon sind wir ja von allem Anfang heute ausgegangen, diesen Vektor A darstellen will, dann tut man das in der Weise, wie wir es ja schon länger durchgeführt haben jetzt. Also die kontravarianten Komponenten mal die kovarianten Basisvektoren. Aber jetzt natürlich, wo wir uns definiert haben, wie die zu diesen Basisvektoren zugehörigen kontravarianten Basisvektoren definiert sind und auch eine Methode gefunden haben, wie wir diese zugehörigen kontravarianten Basisvektoren auch konkret ausrechnen können, siehe das Beispiel, das wir durchgerechnet haben, liegt es natürlich auf der Hand, dass man jetzt denselben Vektor auch auf diese zugehörige Kontravariante Vektorbasis beziehen möchte. Und der hat
dann auch in Bezug auf diese Basis wieder Komponenten und die nennen wir jetzt logischerweise die Kovariantenkomponenten. Und es geht es darum, dass man diese Kovariantenkomponenten ausrechnet. Wir brauchen also den Zusammenhang zwischen den A oben I und den A unten I. Und das ist also relativ schnell gemacht, aber ich möchte das nicht übers Knie brechen. Es ist jetzt bereits 14.30 Uhr und damit ist die Zeit für heute vorbei. Außerdem, Sie sind heute genug dran gekommen. Wenn Sie sich also diese Tafeln anschauen, irgendwie ist schon zum Fürchten, nicht? Aber andererseits wieder, wenn Sie sich das anschauen, es ist ja gar nicht so arg. Man muss noch einmal wissen, was gemeint ist und auf einmal kriegt das Ganze einen Sinn. Und das hoffe ich, dass ich also erreichen werde. Damit danke ich Ihnen für heute und da gibt's Skripte.